Приветствую, дорогие подписчики, гости моего канала. Сегодня я нахожусь в городе Ваймар, и мы делаем экскурсию вместе с нашей группой. Давайте посмотрим, куда мы пойдем. На Амалия. Und Anna Amalia hat im Prinzip auch angefangen. Sie ist eigentlich daran schuld, dass wir das klassische Weimar haben. Das Weimar, was mit der klassischen Literatur und allem Schuld im guten Sinn, genau. Also dank Anna Amalia haben wir das klassische Weimar. Das ist nicht korrekt. Deutsche Welt, also das deutsche Wort, die deutsche Tradition. Erziehung, Education. Ja? Und sie hat Christoph Martin Wieland als Erzieher für ihren Sohn, den zukünftigen, den Prinzen, den zukünftigen Herzog nach Weimar geholt. Это дом Шиллера, где проживал Шиллер. Это ученики из нашей группы и вместе с нашей учительницей, преподавательницей немецкого языка. Goethe und Schiller geadelt. Aber Schiller hat den, im Deutschen sieht man das, wenn jemand von. Ja. Zwei Goethe Blätter. Hat, ja. Das ist 35 Euro. Das ist Silber, ja. So. Also es gibt Silberne und es gibt Gold. Ja. Was sagt ihr? Reines Silber. Reines Silber. Und das ist der Text. Goethe hat ein Gedicht geschrieben dazu. Мы сейчас проводим экскурсию по центру города Ваймара, и наша учительница рассказывает нам о достопримечательностях, которые здесь имеются в городе Ваймар. Естественно, на немецком языке, потому что общий язык для нас всех это немецкий. Сейчас вам покажу как раз этот центр города Ваймар. Das sind historische Gebäude. Wenn Sie sehen, das sind so, im Deutschen sagt man Patrizierhäuser. Patrizier waren reiche Kaufleute. Das ist auch im Renaissance-Stil und so. Wenn Sie sehen, die Fassade war immer größer. Das Haus sah immer größer aus, als es eigentlich war. Also man hat gezeigt, seinen Reichtum, seine Macht und so weiter. Sehr schön, wer Erfurt kennt, der Fischmarkt. Da gibt es zwei wunderschöne Häuser. Das eine Haus, da war leider ein Brand. Zwar hatten sie das Haus restauriert und dann hat es gebrannt und jetzt ist es nicht mehr bunt. Aber das sieht trotzdem sehr schön aus. Goethe hatte ja viele Geliebte. Ganz, ganz viele. Sein ganzes Leben lang.
Ich weiß noch, wir haben in der siebten Klasse großartig, wir waren ja in der Wieland-Schule, die Biografie von Wieland geschrieben. Und als wir fertig waren, haben wir uns überlegt, was machen wir jetzt? Und dann haben wir gesagt, ja, schreiben wir die Biografie von Goethe. Und dann hat unser Deutschlehrer gesagt, so viele Geliebte, das schaffen wir nicht. Da haben wir natürlich, was er damit erreicht hat, da sind wir natürlich alle losspaziert und haben uns Biografien von Goethe gesucht und haben nachgelesen. Achte Klasse, da liest man sowas noch mal. Ja. Und so hat er erreicht, dass wir uns mit Goethe beschäftigt haben. Nein, aber zum Beispiel eine ganz berühmte Geliebte ist die Charlotte aus dem Roman des Это здание Франц Лист Хохшуле. А там дальше находится библиотека Амалии. Сейчас мы ходим по Гёте и смотрим достопримечательности. She wanted to ask for a job for her brother. Und er hat sich in sie verliebt. Es gibt ein wunderschönes Gedicht, wo er sagt, gefunden. Ja, also dass er durch den Park spaziert ist, ohne welche Ziele. Und plötzlich hat er eine Blume gefunden und er hat die Blume gepflückt und so. Und sehr lange war sie offiziell seine Haushälterin. Und dann hat sie ihn aber quasi vor, also es gibt mehrere Geschichten. Die eine Geschichte, ob sie wirklich stimmt, aber die eine Geschichte ist, dass das war ja die Zeit, als die Preußen die Schlacht, das ist in der Nähe bei Jena und Auerstedt, gegen Napoleon verloren haben. Das ist in der Nähe von Jena. Und das war im Prinzip das Ende von den deutschen Staaten. Da war dann Napoleon im Prinzip der Herrscher.